Da ist das Lied zu Ende gegangen. Das war's. This cabin doesn't look like a bunkhouse, especially with the missing stove and chimney. Yeah. Carl was intrigued at the secrets possibly hidden here. Verdammt. Okay, auch hier sind wieder die Fußspuren. Verdammt. Ich muss mich beeilen. Pack doch diese Kacke weg. Nein, mein Gott, nimm doch einfach die Axt in der Hand. Kann ich das nicht irgendeine Taste zuteilen? Okay, da hinten ist auch etwas. Wahrscheinlich sind hier auch wieder Fußspuren. Ja. Guck mal, hier sind Fußspuren. Aber ich sehe nichts. Ich kann auch Fleisch ablegen, so wie es aussieht. Für die Wölfe. Ach, guck mal hier. Siehst du? Zack. Feuer angemacht. Sehr schön. Das heißt, wir können nicht erfrieren. Ah, siehst du, hier gehen die Spuren weiter. Jetzt die Frage. Ich glaube, ich gehe da lang. Meine Karre kann ich ja erstmal da lassen. Oder gehe ich erstmal... Mal gucken, sind wir voll? Ja, wir sind voll. Wir gehen da lang. Die Frage ist, kann ich auch mit dem Auto hier durch die Wälder fahren? Das wäre natürlich auch richtig nice. Ach, verdammt, da sind sie wieder. Renn! Ach, komm! Verpisst euch, ey. Mein Gott. Ah, deswegen waren sie hier. Hier gab es etwas zum Fressen. Wir haben einen Magnet gefunden. Und vier Streichhölzer mal wieder. Hier ist auch wieder. Bolts had the same origin. Carl was sure of it. Who was it? And more importantly, what was being hunted like this? Ja, das möchte ich auch gerne mal wissen, wer mit solchen Pfeilen gejagt hat. Brennende Pfeile. Hm. Und was das hier sein soll, keine Ahnung. Wir gehen durch. Wo befinden wir uns? Okay, beim Lagerfeuer. Da vorne haben wir die Hütte. Okay, hier befindet sich nichts mehr. Oder doch, hier, warte mal. Der Weg geht weiter. Die Fotos sind für diese komischen Eisbrocken, die ich immer wieder finde. Und um Fußspuren zu finden. Von irgendeiner komischen Bestie. Keine Ahnung, was das sein soll. Ah, der führt uns runter zur Hütte. Okay, hier sind wir safe. Hier sind wir fertig. Das heißt, wir müssen in die andere Richtung laufen. Plastiktüten? Was? Was wären Plastiktüten? Das ist das Bild. Ach so, du meinst diese Eisblöcke. Nein. Die Eisblöcke sehen aus wie Plastiktüten. Ich habe gedacht, du meinst hier Polaroid-Bild. Aber die Eisblöcke sehen doch nicht aus wie Plastiktüten. Also da gehen wir jetzt gleich nochmal ran. Um das nochmal festzulegen, dass das keine Plastiktüten sind. Hm. So, wir sind wieder voll. Also wenn deine Plastiktüten so zu Hause aussehen, dann frierst du die immer ein. So. Hier müssen wir lang. Hier gehen die Spuren weiter. Aber warum sind hier denn so viele Wölfe? So, aber wo finde ich... Ah, verdammt, okay. Oh, was haben wir da drin? Streichhölzer. Eine Menge Streichhölzer.
Wo geht's denn hier lang? So, warte mal. Da geht's runter. Gehen wir weiter runter. Wo führen die mich hin? Über die Straße. Die Karren lassen wir jetzt erstmal außer Acht. Wir gehen hier lang. Da ist schon wieder ein Zelt. Oh, es muss aber kalt da gewesen sein, ey. Okay, mein Inventar ist voll. Das heißt, ich zünde jetzt hier mal ein Feuer an. So, auch wieder gespeichert, sehr schön. Guck mal, die Wölfe waren auch hier wieder unterwegs. Weil es hier Fleisch gab. Ich würde sagen, da wir schon so einen weiten Weg gelaufen sind, wenn wir den restlichen Weg auch hier zu dieser Hütte gehen. Was? Was? Benzinkanister? Ach, ein leeres. Okay, das heißt, da wir ein leeres Kanister-Ding ins Kirchen gefunden haben, ein Benzinkanister, kann es sein, dass der Kraftstoff wirklich ausgeht von der Karre. Das heißt, es ist gar nicht mal so schlecht, dass wir ab und zu Fuß laufen. Sonst müssen wir immer wieder zurück zur Tankstelle. Und erfrieren werden wir ja so oder so nicht, denn der Mann ist ja gut gepolstert, denke ich mal. Also passt das. Ne? Er hat eine normale Jeans an, wahrscheinlich Turnschuhe. Nee. Ein Boot sind das. Sehr schön. Okay, er speichert wieder. Oder es lädt. Ach, guck mal hier. Hier können wir doch wahrscheinlich rüber, oder? Ja, sehr schön. Perfekt. Oh, warte, vielleicht ist vorne etwas... Im Briefkasten. Okay. Scheint vor kurzem ein Skelett zu sein. Die hätte ich weggeräumt. Das sieht doch blöd aus. Aus der Familie Blaze. A wintry atmosphere surrounded the house. The soundlessness of the area suggested it was empty. When finding a boot, one wonders what became of the foot. Das stimmt. Das stimmt. Hallo? Okay, anscheinend ist niemand hier. Erstmal die Tür zu. Erstmal die Tür zu, nicht, dass die Kette Wärme rausgeht. Dieses Möbelstück wurde mehrfach verrückt. Notiz von Martin Blaze. Liebe Maria, entschuldige bitte meine hakelige Schrift, aber ich muss mich beeilen. Ich fahre nämlich mit Mutter und Mrs. Roy nach Nordmanastan, denn sie sagen, dass es hier in diesen Tagen viel zu gefährlich ist. Ich weiß nicht, was los ist. Mutter erzählt mir nichts. Damit ich mir keine Sorgen mache, ich weiß nur, dass sie denselben Ausdruck im Gesicht hat, wie sie ihn immer hat, wenn ich sie erschrecke. Vater und Mr. Roy kommen nicht mit. Sie sind los, Mr. Lachance zu folgen. Okay, das sind echte Helden. Meine Oma lebt in einem wirklich großen Haus in Nordmanastan. Du wärst da auch willkommen. Ich muss jetzt los. Also jetzt sofort. Dein Freund Martin. Aber wenn es da so gefährlich ist, warum lässt er denn seine Frau oder Freundin da? Warum lässt er sie denn zurück? Ja, Vinny, definitiv. The key, which seemed to be meant for a padlock, bore an inscription reading Klutze Efis. A company name. Better keep an eye open. Businesses weren't exactly numerous around these parts. Okay, ich habe ein Magnet an einem Faden gemacht. Das heißt, das wird wahrscheinlich wieder was. Da hatte ich immer keine Zeit mehr zum Auspacken. The coals were still warm. Wir haben wahrscheinlich. Someone must have been stirring them up.
Wir müssen wahrscheinlich irgendwo etwas rausholen mit dem Faden und dem Magnet. Money in a jar. What a shame. Carl would have loved cookies. Nimm raus. Nimm das Zeug raus und gut ist. Nein! So. Mit Musik wird es so gleich gemütlicher. Okay, die Musik ist aus. Nee, geht gleich wieder los. Sehr schön. Rudolf, du meinst, ob mir das Spiel gefällt? Bisher ja. A pay stub for some undoubtedly harsh lumberjack work. 146. Alexander felled trees and chopped woods for Cloutier Fils. Scheint nicht viel zu sein. Okay, warte mal. Zu hier, zu. Schubladen, zu. Ich will gucken, ob das Wasser angeht. Zu, danke. Ach, Flasche auf, Flasche füllen. So, sehr schön. Okay, keine Ahnung, warum ich das machen muss, aber wir werden es noch herausfinden. Mein Inventar ist voll. Nein! Verdammt, ich hätte mit dem Auto hier kommen müssen. Mein Inventar ist komplett voll. Müssen wir uns vorbehalten, wir müssen hier nochmal herkommen. The Spirograph amused Carl. It was a nice modern toy. Aside from being repetitive by nature and completely useless. Still, it found its way into many Quebecois home. Hier, wer kennt das noch von euch, Leute? Ich auf jeden Fall. Little Martin Blais with a family member. There was some resemblance between them. And Carl took note of the sense of bonding and pride they projected. The picture had been taken inside the house. It was the same wallpaper. Judging by the smiles, nobody suspected the impending misfortune. Boah, sieht das Kind schrecklich aus. die Glühbirne ist durchgebrannt. Ich habe leider keine neue, es tut mir leid. Schmerzmittel haben wir. Well, looks like someone woke up on the wrong side of the bed. Ja, da hat jemand gegengeschlagen, das auf jeden Fall. Mir scheint hier drin kalt zu sein. Kann das sein? Scheint hier echt kalt zu sein. Etwas Lesestoff für die Freizeit. So, hier können wir nichts mehr machen. Ein nicht aufklärbarer Unfalltod. Okay, mal gucken. In den letzten Tagen kamen die Ermittlungen im Todesfall Pierre Blais zum Erliegen. Die Autopsie des Leichnams hat keine neuen Erkenntnisse für die Ermittler ergeben. Die sich wiederum weigern, Auskunft darüber zu geben, was als nächstes unternommen werden wird. Diese neue Entwicklung muss im Zusammenhang mit der Annahme eines Unfalls betrachtet werden, der von den Behörden weiterhin als offizielle Todesursache bezeichnet wird. Obwohl die örtliche Bevölkerung teilweise große Zweifel daran hat, der Unfall soll sich in den Wäldern um den Atamipek-See ereignet haben. Okay. Pierre Blais. Leiche wurde vor 2 Wochen in der Nähe eines Fußweges zur Kupfermine gefunden, die schon bald wieder in Betrieb gehen wird. Blais war ein Ingenieur und arbeitete im Auftrag eines Konsortiums unter der Führung von William Hamilton an Plänen rund um die neue Eröffnung der Mine. In einer ersten Stellungnahme hatte die Polizei zu Protokoll gegeben, dass die Leiche schändlich zugerichtet worden war. Mittlerweile lautet die offizielle Version jedoch, dass der Leichnam von wilden Tieren teilweise verunstaltet wurde und man aus diesem Grund zuerst von einem Gewaltverbrechen ausgegangen war. Okay, wir werden noch herausfinden, ob das wirklich so war oder ob sich hier irgendwo noch eine andere Kreatur befindet. Ich bin dann mal auf... Jo, mach's gut und Winnie, mach auch gut. Tschüssi, bye bye. Ich wollte gerade sagen, warum geht er denn so langsam? Hey, wo ist denn hier der Lichtschalter? Okay, muss die Taschenlampe her.
Okay, der Fernseher ist noch an. Warum? Ausschalten. Ist ja unglaublich hier. Kein Werwolf, glaube ich nicht dran. Le Monstre, hier. Hier, ein Monster. Da, das Ding in der Mitte. Siehst du, sag ich doch, das ist keine wilde Bestie oder irgendwie sowas. Wir haben irgendetwas. Irgendetwas anderes befindet sich noch hier in dem Wald. Eine außergewöhnliche Zeichnung für so ein Spielzeug. Ist recht gut geworden. Wer von euch kennt das da? Wer von euch kennt das Ding? Das war zum Zeichnen da. Wer kennt's? Also ich kenn's definitiv noch. Hatten wir auch früher mal als Kinder. Wer von euch kennt es? The sheets were in such a way that indicated a rude awakening, followed by a hurried escape. What had happened here? Niki kennt's, Rudolf kennt's, Tinsha kennt's auch, sehr schön. Bini auch, sehr schön. Nur hartnäckig süchtige rauchen im Bett. Ja, nee, das ist ekelhaft. Im gleichen Raum zu rauchen, in dem das Bett ist, nee. Nee, um Gottes Willen. Der raucht sich doch überall ein. Sifu kennt's auch, sehr schön. So, Luises Tagebuch. Ich befürchte das Schlimmste für Alexander. Alexandre. Er schläft kaum noch. Zuerst dachte ich, dass es an seiner Arbeit liegt, aber die Sache ist schlimmer. Die ganze Nacht über starrte er nur ins Leere. Er spricht kaum noch mit mir. Sein Sohn wollte mit ihm spielen, aber er hat kein Wort von sich gegeben. Und wie er immer auf das Fenster starrt. Letzte Nacht habe ich gehört, wie er im Schlaf gesprochen hat. Er kommt hierher, hat er gemurmelt. Ich weiß nicht warum, aber diese Worte haben einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Kurz darauf ist er aufgewacht, schweißgebadet. Er konnte sich natürlich nicht an seinen Traum erinnern. Danach ist er nicht wieder schlafen gegangen und hat den Rest der Nacht kettenrauchend am Fenster verbracht. Deswegen so viele Zigaretten. Heute Morgen hat er mir gesagt, dass ich meine Sachen packen soll. Ich frage mich, aus welchem Grund. Ob er das selbst weiß, wir warten. Aber worauf? Ich glaube, ich habe Angst. Gott. Gott. Und ich merke, ich brauche den nächsten Kaffee. Aber den gibt es erst heute Abend. Erst nach dem Stream. Hallo? Alter, mach dich hier raus. Scheiß Töle, ey. Ohne Witz. Wollte schon gerade sagen, ey. Was hat es hier gemacht? Scheiß Ding, ey. Unglaublich, weil der Kühlschrank offen war. Hier, Kühlschrank wieder zu. Money in a jar. What a shame. Wollte schon gerade sagen, was will das Ding mit Geld machen? Meine Fresse. So. Hier sind wir durch, würde ich sagen. Dachboden waren wir auch. Jetzt gehen wir erstmal hier in die Nebenhütte. Verdammt! Es ist zu. Es ist verdammt nochmal zu. Aber hier musste. Wir. Komm, irgendwo habt ihr doch. Ach, hier! A key. What could it be for? Das hier. Garden shed? Wir haben einen Schlüssel gefunden. Carl couldn't reach it with his arm alone. But he had more than a few tricks up his sleeve to pick it up. Ja, sehr schön. Die Kettensäge funktioniert leider nicht so. Hätten wir die Würfel vielleicht in zwei teilen können. Und ich merke, mein Inventar ist voll. So, jetzt muss ich mal gucken. Verbrauchsgüter, so. Flasche Wasser, wofür? So, ach, wir können die trinken. Ah, very nice. Niki, der andere Schlüssel, der war für irgendetwas anderes. Wir haben eine Leuchtkugel, aha. Okay, wir gehen erstmal weiter. Denn irgendwo hier muss wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch noch etwas anderes sein. Guck nochmal auf der Map.
Okay, wir können straight rüber. Natürlich über die Brücke. Aber er hat oben aus dem Fenster geschaut, hieß es. Jetzt gucken wir mal. Da nicht. Das Fenster war, glaube ich, auf dieser Seite. Nein, doch auf der anderen Seite. Hm. So, gehen Sie bitte. Danke. So, hier oben. Hier hat er immer rausgeschaut. Das heißt, die Beste stand wahrscheinlich hier irgendwo. So, aber hier sind wir durch. Das heißt, wir können wieder zurück zum Auto. Und dann zum Hospital oder was das sein soll. Da können wir hin. Denn hier haben wir bisher alles aufgedeckt, würde ich sagen. Gehen jetzt zu einem Lagerfeuer. Das kurz darauf geradeaus ist. Jemand hat meinen Briefkasten wieder geschlossen. Weiß auch nicht warum. So cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Ja, dann soll er. Mein Gott, soll er ein bisschen rennen. Dann schwitzt er. Er darf nur nicht stehen bleiben. Aber das ist ein ruhiges Spiel zum Streamen, finde ich. Kein hektisches Spiel oder so, einfach nur in Ruhe. Durch eine schöne Landschaft wandern. Ich mach das nächste Mal einfach einen Stream, da wandern wir einfach durch einen Wald. Oh verdammt, das Feuer ist nicht an, gell? Nee. Scheiße. Ich muss das anzünden. Geht nicht anders. Ich erfriere sonst. So, wie gesagt, ich gehe nochmal zu dieser Blockhütte. Kann ja sein, wir haben ja noch einen Schlüssel gefunden. Vielleicht funktioniert der ja auch dafür. Ansonsten wieder zur Hütte B und dann können wir wieder weiter cruisen. Forstgebiet. So eine Map möchte ich auch haben, in der immer gezeigt wird, wo ich mich gerade befinde. Ach, siehst du, hier hätten wir gar nicht anzünden müssen. Ach, verdammt. Schön Verbrauchsgüter. So, da müssen wir hin. Er rennt nicht allzu lang. Kannst du doch in GZ viel schöner. Ja, aber wie gesagt, das ist ja. Weiß ich gar nicht, was ist. Eine kleine Geschichte, die uns erzählt wird. Siehst du, sag ich doch. Wir haben den Schlüssel dafür. Surely Carl would find something worth his time in here. Aber Generation Zero werde ich nicht streamen. Da nehme ich lieber Folgen von auf. Ist halt ein geiles Game. Oh, und wir haben eine Waldhüttenschlüssel. Check. An Paul und Jean-Pierre. Vergiss bitte nicht, den Schlüssel für die Hütte zurückzubringen, wenn ihr ihn benutzt. Vielen Dank. Euer Betreuer. PS. Der nächste Bus nach Chibukurura fährt am 12. Oktober. Und dann wieder 2 Wochen später. What? 2 Wochen später. Also hier gibt es sowas nicht. 2 Wochen später. Okay, wir haben einen Hammer. Jetzt die Frage, wofür? Jetzt die Frage, wofür? Okay, davon haben wir jetzt auch was. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Ey, schieb mich da etwas an, aber nee, passt. So, jetzt gehen wir erstmal da wieder zur Hütte hoch und dann können wir mit dem Auto weiterfahren. Komplettabsturz. Oh, dann brauchst du einen neuen Computer, würde ich sagen. So, Hütte B. Aber welche Hütte meint er denn? Die restlichen Hütten waren ja alle offen. Die Hütte B war auch offen. Genau, da waren wir ja drin. Komisch. Chevrolet. I love it. So, wir gehen nochmal nach oben, wärmen uns auf, dann können wir weiter cruisen. Jetzt ist das Feuer ist noch an, sehr schön.
Wo war eine zu, Niki? Die haben wir gerade aufgeschlossen. Bei der Hütte, wo wir gerade waren. Die haben wir aufgemacht. Niki. Die hatten wir gerade aufgemacht. Die Hütte. Das war die gerade. Die haben wir aufgeschlossen. Aber das ist jetzt ein erneuter Schlüssel. Und bisher haben wir keine verschlossene Tür, die wir weiterhin hätten aufschließen können. So. Ich glaube, wir gehen jetzt mal rein. Werden auf jeden Fall irgendwann nochmal zur Tankstelle zurückfahren. Denn wir haben ja Benzinkanister. Können wir auch wieder voll machen. Und sehr schön. Weiter geht's. Uiuiuiui. Ja, ja, alles gut. Schaffen wir noch, schaffen wir. Aber hier, Armin. Da waren wir auch drin, ne? Ich guck nochmal schnell. Ich glaube, da waren wir auch. Aber das kann man in GZ nicht. Schade eigentlich. Mit einem Autofahren, das wäre auf jeden Fall auch echt nice. Ja, siehst du, hier waren wir schon drin. Aber das, was wir machen können, wir können eine Menge Holz einsacken. Ablegen. Ach du Scheiße. Wir haben ja echt viel. Guck mal, Patronen lassen wir drin. Polaroid lassen. Was kann ich mit den Zigaretten eigentlich machen? Kann ich einfach rauchen, so wie ich Lust und Laune habe, oder? Flasche Bier packen wir auch aus. So, warte mal, wo haben wir denn Holz? Hier war doch irgendwo Holz. Dann war das woanders, glaube ich. Hier, die Zange nimmt extrem viel Platz weg. Die Zange lassen wir mal da. Den Hammer lassen wir auch weg. Erstmal. Benzinkanister lassen wir auch da. Okay, wir haben anscheinend gar kein Holz. Dann werde ich mir mal so ein bisschen Holz schnappen. Okay, mein Inventar ist voll. Jo, bis demnächst. Mach's gut, Vinny. So, jetzt hole ich nochmal ein bisschen Holz. So, ich glaube, das wird da ausreichen. Naja, Armin, aber dennoch. Autos wären da recht praktisch. Es könnte ja so ein gepanzertes Modell sein. So, mal gucken. Wir waren rechts noch nicht. Wir müssen dann gleich... Oh, scheiße! Ja. So schnell kann es passieren, ne? So, wir müssen rechts rum. Und einfach nur geradeaus. Ja, los, komm, dreh. Ja, komm, da ist noch eine Menge Platz, das schaffen wir. Okay, konnte ich nicht. Man kann wirklich nicht abseits von der Straße fahren, so wie es aussieht. Das sieht ja nicht sehr stabil aus. Okay, ich würde sagen, wir steigen hier aus. Müssen da nicht zwingenderweise extra hochfahren. Das wäre ja Schwachsinn. Es lädt wieder. So, das ist wahrscheinlich, ich sag mal, die kleine Praxis. Dr. Bepress Praxis. Sag ich doch. Hier sind wir bei der Praxis. Kleines, schickes Gebäude. Oh, wir haben Schlüssel. Ein Praxisschlüssel. Ja. Da verstecke ich auch immer meinen Schlüssel, definitiv. There should be a law forbidding doctors from falling sick.
Hinweis vom Arzt. Medizinischer Notfall in der Stadt. Der dortige Arzt ist krank. Bin bald wieder zurück. Wenn er stirbt, allerdings nicht. Denn dann muss ich ihn ersetzen. Okay, wir gehen rein. So eine Nachricht hinterlasse ich immer. The place didn't look much like a physician's office. It could easily be mistaken for a sewing shop. Was hängt denn da durch? Ist das Schnee oder? Ja, es läuft rein. Verdammt. Ich fisch das nicht auf. So, was haben wir hier? Unbekannte. Ich weiß nicht, wie sie hieß. Die Männer haben sie Laure genannt. Sie hatte eine Wunde am Nacken. Da war überall Blut. Die Kugel hatte großen Schaden angerichtet und vermutlich das Kleinhirn getroffen. Es gab keine Hoffnung für sie. Ihr Herz war stehen geblieben. Die Männer hatten sie so gefunden, sagten sie. Ich habe da meine Zweifel. Aber in einem kleinen Dorf wie hier ist es besser, öfter mal ein Auge zuzudrücken. Mir wurde gesagt, dass ich den Totenschein nicht abschicken soll. Die ganze Sache macht mich krank. Ah, ist nicht so gut. Patientenakten lesen. Achso, das haben wir doch gerade gemacht hier. Alles gut. Naja, pack das weg hier. Pack das weg, habe ich gesagt. Ach, das sind andere. Oh. William. There was no doubt that the doctor and Hamilton knew each other very well. Hochmütig. Okay, unheilbar. Chronische Schmerzen im Fuß. Kann keine langen Strecken gehen. Reich. Davon werde ich ihn irgendwann heilen. Verdammt, das sind mehrere Patientenakten hier, die wir hier haben. So. The good doctor, flanked by his beautiful spouse. Pure happiness, captured on cardstock. Findest du? Carl recognized this woman's soulful eyes. Was it Dr. Beaupré, who had hit him head on at the village border? Erstmal das hier. Doctors used light reflecting frontal mirrors to look inside the patient's cavities. That was a bit unsettling. But back then, it was pretty much always the case with medicine. So, was haben wir hier? A communist manifesto. Only a few years ago, this type of allegiance meant prison time. And even at present, the Western world was very wary of the Soviet threat. Why would the doctor own such a book? Weiß nicht. So, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejier. Was soll das denn sein? Baron und Leibeigener. Okay, Leibeigener. Zukunft, Bürger und Gesell, kurz Unterdrücker und Unterdrückte, standen in stetem Gegensatz zueinander. Führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klasse. In den früheren Epochen der Geschichte finden wir fast überall eine vollständige Gliederung der Gesellschaft in verschiedenen Stände, eine mannigfaltige Abstufung der gesellschaftlichen Stellung. Im alten Rom haben wir Patrizier, Ritter, Plebejier und Sklaven, im Mittelalter Feudalherren, Vasallen, Zunft, Bürger, Gesellen, Leibeigene und noch dazu in fast jeder dieser Klassen besonders Abstufungen. Warum hat er denn so ein Buch da gehabt? Früher war alles scheiße. So. Zumindest bis zu einer bestimmten Zeit. Was haben wir hier? Medkit? An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Okay. So sieht die Welt ziemlich klein aus. Aha. Der Doktor interessiert sich offensichtlich für Geschichte. Ja, ich nicht so sehr. Someone had lost a few liters of blood here. Carl's first thought had been a lumber accident. Someone's hand cut by a saw. Nehmen wir mit. In any case, whoever had lost all this blood couldn't have gone far. Perhaps they were already dead.
So funktioniert nicht mehr die Waage. Carl got the trembles as he imagined the excruciating pain that kind of scalpel could no doubt inflict. Within these miserable walls, patients probably felt more like in a slaughterhouse than in a doctor's office. Okay. Was haben wir hier drin? Nichts. Ne, ansonsten... Okay, hier wieder Faden. Was? Wir haben keinen Faden mehr, Leute. Nein, wir haben keinen Faden mehr. Anscheinend brauchen wir noch einen. Weil wir wieder irgendwo einen Schlüssel finden werden. For the one-eyed or for other vision problems, Augenklappe. The eye patch was the way to go. Ja, Faden anbringen. Verdammt, ich habe leider keinen. Ich habe leider echt keinen Faden. Das heißt, ich muss wieder einen finden. Vielleicht hier oben drin? Nö. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Toilettenpaper ist aber da. Ist sehr schön. Da waren wir. Genau. Wenn einfaches Abschließen nicht ausreicht. Na, verdammt. Isabelle. Kann man das zerstören? Nee, geht nicht. Okay, ich würde sagen, hier sind wir auch durch. Ach, guck mal hier. Teppich bewegen. Und jetzt? Hm, schade. Hätte ja sein können, dass da etwas ist. Nö. Vielleicht auf dem Dixie-Klo, vielleicht da jemand. Natürlich Licht, ja? Das ist ja selbstverständlich. So, vielleicht eine Mülltonne, vielleicht irgendwas Wichtiges. Ah, Klebeband weggeschmissen. Oh, das sieht schick aus. Das sieht schick aus. Bitte die andere Tür benutzen. Okay. Hier ist nichts weiter. Ich dachte, da wäre vielleicht noch so ein Zimmer, das nebenan noch wäre, aber ist nichts. So. Jetzt das nächste Gebäude. Hier sind wir auch durch, denke ich mal. Also, wir behalten im Kopf, okay. Uns fehlt etwas. His belongings had spoken lengths about him, but what Carl had heard worried him. Ich gucke jetzt mal, ob ich hinten im Kofferraum noch irgendetwas liegen habe, das vielleicht ein Seil sein könnte oder. Magnet am Faden, okay, haben wir. Das heißt, wäre ja unnötig, wenn ich noch was davon haben müsste. Das heißt, es wäre, ja, brauchen wir gar nicht. So, Flasche Wasser ablegen. Die restlichen Sachen. Die Lampe lassen wir erstmal da. Das Fleisch können wir ablegen. Das scheint gut für die Wölfe zu sein. Guten Abend, Studio Porn. Wie kein Spoiler. Ich hoffe, du spoilerst jetzt nicht. Sonst hau ich dich raus hier. Mal instant. So, es lädt. Ja. Haus des Alten. Naja, so viele sind ja nicht da, Studio Porn, die spoilern könnten. Ich glaube, vielleicht 4 Personen oder so. Deswegen, ich denke mal, keiner von euch kennt ja großartig das Spiel. Ich weiß zwar noch nicht, was wir so alle... Oh, scheiße, Alter. Sag mal, was ist mit dir? Du hast doch echt einen Arsch offen. Fremder? Ich geb dir gleich. Warum schießt du auf mich, sag mal? Zum Glück kannst du dich treffen. Eine Mosin, Alter. Der schießt mit einer Musi, Alter. Man sollte dir die Knarre echt aus der Hand nehmen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Vois-tu le livre, là? C'est le Wendigo. Ouais. Wendigo, okay.
Un guerrier qui devient un loup pour se venger de sa grosse peine. Et... Okay, Fabeln und Legenden, Seite 1. Es gab einst eine Zeit, in der der Hass Krieg führte. Unsere Jäger erlegten die großen Wölfe, die unsere Kinder genommen hatten. Unsere Krieger erschlugen die Feiglinge, die sich an unseren Vorräten vergriffen hatten. Der ohrenbetäubende Lärm von brechenden Steinen und Knochen reichte aus, um den Hals, den Hass zu sättigen. Was will der? Und die Ströme von Blut drückten unsere Reue und Bitten um Verbeugung aus. Es herrschte damit ein Gleichgewicht. Dann aber trafen die Weißen ein. Immer die Weißen, oh Gott. So. Die Sage vom Wendigo reicht zurück in eine Zeit, an die sich nur noch die größten Bäume erinnern können. Eine Zeit schrecklicher Kälte und großen Ehrgeizes, in der die Schiffe anlegten und Menschen Kanonen, Krankheiten und Rückgratlosigkeit über uns ergossen. Das Gleichgewicht wurde unrettbar gestört. Es gab unzählige Tote im Land unserer Ahnen. Zu viele Leichen, die im Moos lagen. Zu viel Blut, das auf unserem Boden vergossen wurde. Unser knochenbrechender Hass reichte nicht mehr länger aus. Sifu. Auch hier bei Until Dawn ging es auch um Wendigos. Comme la belle rose la tue, qui se donne au yob sur le mercredi des cendres. Si tu pourrais faire. Tut mir leid, ich verstehe dich leider nicht. Soll, enfin, tu pourrais te faire mal. Sonst. Okay. Sollen wir mal gucken, was ist hier? Ah, schicke. Ben oui, une couche. Ich peux tout faire en même temps, toi. Ja, alles gut. Du bist schon alt. Du kannst hier so eine Pampers tragen. Alles gut. Erwachsene Pampers. Warum nicht? Mein Gott. Der ist schon alt. Das müssen wir alle. Früher oder später kommen wir nicht drum rum und müssen so eine Erwachsenenwindel tragen. Jeder von euch. Das kann ich jetzt schon sagen. Kann ich vielleicht die Waffe haben hier? Also nur so jetzt, so unter uns? Parce que t'es habillé comme les gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de Bordeaux. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. So, okay, dann denke ich mal, sind wir hier auch fertig. Ich fülle noch mal kurz eine Flasche Wasser auf. So, das haben wir auch. Radio lasse ich für den Alten an, das ist ja klar. Oh, la belle pétarade. Eieiei. En 17 que c'était. El Kaiser. Ich se souviens moi avec ma belle carabine. Bang bang, que je lui disais. Bang bang, 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 genau, bang bang, bang bang. Der bang bang, die ganze Zeit. Ja, ohne Scheiß, ey. Ich hoffe, du warst nicht im Krieg. So, ich werde dann mal gehen, ne? Prends là, je m'en fous. Perds ton temps dans mes déchets, tant que tu rapportes du caribou. Jo, mach's gut, ich hab die Schlüssel mitgenommen, ja? Also, tschüss. Gott, oh Gott. Mein Gott. Das sollte eher in irgendein Altersheim oder sowas. So, ich denke mal, damit wird die Hütte da hinten gemeint. So, meine Karre läuft noch. Ich hoffe mal, dass Escape from Tarkov auch mal so eine Map rausbringt. Schön im Winter. Ich hoffe, dass das noch kommt. Menschenfresser, der vom Menschenbesitz ergreifen kann. Ja, warum nicht? So, wir haben erneut Munition gefunden. Sehr schön. Eine Säge, die lang genug für die größten Bäume im Norden ist. Ja, das stimmt. Das gebe ich zu. Schon wieder ein Kanister gefunden. Ja, moin. Sehr schön. Das heißt, wir könnten mehr Benzin holen. Nicht, dass wir hier irgendwann mal auf dem Trocknen sind, ne? Steht sich ja von selbst. So, mal gucken, wie viel Kraftstoff haben wir noch drin? Also bisher zeigt es noch voll an. Also. Denke ich mal nicht, dass wir es auffüllen müssen. Boah, Alter. But had forgotten the harsh reality that his body also needed nourishment. So, weiter geht's. Oder fahre ich doch zur Tankstelle zurück und fülle die Kanister auf.
Nicht, dass ich doch hier irgendwann hinten am Trockenen liege. Hallo, Karte, danke. Dicko! Warum muss ich... Ja, was nun? Muss ich jetzt M gedrückt halten oder nicht? Nee. So, ich würde sagen, wir drehen um. Die Hütte haben wir, die Hütte haben wir. Ich glaube, ich gehe mal kurz tanken. Na los, komm. Komm, das schaffst du noch, Karre. Ich will mal gucken, ob das geht. Also anscheinend müssen wir irgendwann mal tanken. Und da ich nicht die ganze Zeit immer zurückfahren möchte, holen wir das erstmal vorrätig. Und dann ist das auch erstmal fertig. Oder ich muss irgendwann mal etwas abfackeln. Das kann ja auch unmöglich sein. So, gleich sind wir da. So, Tankstelle. Yep. Eingepackt haben wir. Yep, kannst du aussteigen. So, jetzt erstmal den gucken, ob es geht. Wie? Ich kann Kanister nicht auffüllen. Also Kanister kann ich definitiv nicht auffüllen. So, was sagt die Uhr? Okay. Das heißt, wir können wieder zurückfahren. Ah, wofür finde ich denn die leeren Benzinkanister? Carl felt that the store and its surroundings still held their secrets. And he didn't like to miss out. Fahren wir da halt weiter. Da sind eh nur noch zwei Hütten, die wir kontrollieren müssen. So, genau, rechts, da waren wir ja gerade bei dem alten Sack, der mich fast erschossen hatte. Ah, ah, stehen bleiben. Da haben wir was übersehen. Okay, eine Kiste. Okay, sehr schön, Schmerzmittel. Weiß zwar nicht wofür, aber das werden wir noch früher oder später herausfinden. Ja, das haben sie gut gemacht, Studio Panda. Das stimmt. Das haben sie echt gut gemacht. Und ich bin auch froh, dass hier alles zugeschneit ist. Denn wenn das jetzt alles grün wäre, würde es nicht so schön sein. Ah, guck mal hier. Da haben wir das nächste. Wir müssen dann so oder so runter. Und da ist die nächste Hütte. So, Kamera auspacken. So, und lass mich raten, wo ist die Kreatur langgelaufen? Und da haben wir Spuren. Das heißt, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Da ist eine Höhle. Da ist eine Höhle, Leute. Oh, verdammt, da sind sie wieder. Zack, Axt hier. Kommt her, wenn ihr Schläge haben wollt. Okay, wollen sie nicht? Alles gut. Ja, nehmen wir mit. Und auch nochmal ein Bild von der Höhle. Ja, es ist hier reingelaufen. Das, was wir schon mal nehmen, ist hier. The cold seemed to be more brutal here than anywhere else. It seeped into bones and into every Scheiße, scheiße, scheiße. To the heart until it stopped. Oh, wir müssen zurück. Wir brauchen andere Kleidung. Ich kann da so nicht drin überleben. Ich brauche andere Kleidung, dann können wir da runtergehen. Eieiei. Holy shit, dass man darauf achtet. Eieiei. So, schnell in die Karre rein hier. Ich hoffe, du hast Heizung an. It was so cold,
Already Carl did not feel his toes anymore. Psst, Klappe da. Okay, irgendwie scheinen wir immer noch zu erfrieren. Das heißt, ich drehe mal schnell um. Denn wir wissen ja, dass bei dem alten Mann Scheiße, Feuer an ist. Bei dem alten Herrn ist Feuer an. Ach du Scheiße, ich sehe gerade gar nichts. Schnell hin. Ach, halt die Fresse. Komm, fahr weiter. Na, komm. Gib Kette, komm. Oh, war das jetzt ein Unfall? Ich hoffe nicht. Oh, Scheiße, einfach weiterfahren. Los, komm. Gib Kette, Alter. Drück aufs Gaspedal. Mann, 30 Sachen fahren wir gerade. Nicht schneller? Schnell aufsteigen. Schnell aufsteigen. Wir sind unterkühlt hier. The cold was burning Carl. He would not hold up much longer. He had to warm himself. Ja, sind wir gerade dabei. Heilige Scheiße. Das ist echt nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht, das Spiel.